getestet und dann gibt es die Einführungsphase. Und heute sind tatsächlich genau 26 Fahrer da. Das heißt, diese Ansicht links, die können sogar alle Fahrer beobachten. Das ist ja Wahnsinn. Trotzdem wäre es natürlich cool, wenn noch ein paar mehr Fahrer dabei wären. Aber 26 ist auch schon eine ordentliche Hausnummer für so ein Tourenwagenrennen hier auf der Nordschleife. Und wir sind gespannt, wie wird das laufen? Wer wird hier gut zurechtkommen? Hinten gibt es logischerweise ein paar kleine Verschiebungen. Das ist jetzt aber logisch in dieser Double File, beziehungsweise erstmal reihen die sich ja hier einzeln hintereinander auf, bis es dann gleich in die Double File hineingeht. Da ist es nicht ganz so wichtig, ob man das hundertprozentig korrekt einhält. Man muss nur im Kopf behalten, wo man denn am Ende war, dass man nachher in der Double File sich nicht falsch postiert. Hat es auch schon alles gegeben. Das zweite Rennen des heutigen Abends können wir uns hier also noch live anschauen. Tolle Sache, es klappt noch und ich wünsche Ihnen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich jetzt schon ein ganz viel Spaß mit dem, was wir jetzt gleich erleben werden. Hier geht es durch die Kurzanbindung hindurch. Und lang wird es nicht mehr dauern, bis wir dann in das Renngeschehen hier hineinkommen. Ja, Vorteil natürlich für beide Volvo-Piloten. Die werden dann gleich in der Schikane auf der Innenbahn sein. Das ist für Jochen Richter und für Dominik Pieper, wenn man von den Fahrern ganz vorne ausgeht, ein bisschen knifflig. So, und jetzt gleich da unten sehen Sie den Rechtsknick. Gleich da, wenn der Curb da auf der rechten Seite anfängt. Da sehen Sie es. Ab dem Punkt darf dann frühestens Gas gegeben werden. Spätestens bei der 150er Marke zum Anbremsen. Also ab hier dürfte Fabian Wolf Gas geben. Aber er lässt sich noch Zeit. Wartet noch ab. Wartet lange ab. Und gleich müssten hier irgendwo die Schilderchen. Jetzt gibt er Gas. Also irgendwo mittendrin. Und schlechter Start von Marc Paulaner. Der Teamkollege kommt ganz schlecht weg. Da ist schon Dominik Pieper halb vorbei. Die beiden nebeneinander durch die NGK-Schikane. Wird das eng? Meine Güte. Aber Dominik Pieper schnappt sich hier gleich mal die dritte Position. Oder was macht Paulaner da hin? Und da hinten gibt es den Crash. Norbert Rosenhahn fährt Thomas Pache und Stefan Möbus auf. Schiebt die beiden so ein bisschen vor sich her. Aber alles nochmal gut gegangen. Aber es gibt direkt den Angriff von Oliver Kilian gegen Norbert Rosenhahn bei der Einfahrt in die auf die Nordschleife drauf. Aber Rosenhahn nutzt die Power des Nissan Skyline und kann sich erstmal wieder davor positionieren. Peter Kilian hat es umgedreht anscheinend. Der steht irgendwo, beziehungsweise ist jetzt wieder losgefahren, ist auf jeden Fall auf die 26 zurückgefallen. Aber sonst haben sie sich hier erstmal einsortieren können. Klar, die haben nach dem ersten Rennen auch schon zumindest mal ein bisschen hier ein besseres Feeling sicher für die ganze Sache bekommen. Und vorne gibt es den Angriff von Marc Paulaner gegen Thomas Pache. Da geht es jetzt gleich runter Richtung Flugplatz. Jetzt Vollgas in den Windschatten rein. Das ist ein Punkt, da wird sicherlich der Volvo ein bisschen besser funktionieren. Gleich gehen da die Vorderräder vielleicht sogar mal einen kleinen Kniff hoch. Ja, beim BMW auf jeden Fall. Ui, ordentliches Schlenkern da von Pache. Und hält er den BMW in der Spur? Ja, funktioniert trotzdem. Ja, werden wir hier gleich irgendeinen Wüstenangriff sehen oder geht das gut? Ja, da der Volvo mit dem Turbo packt die Power aus und das dürfte sich für Marc Paulaner ausgehen. Jawohl, der ist vorbei. Hinten dran kommt der Audi von Stefan Möbus und der versucht es jetzt vielleicht auch noch. Stefan Möbus muss aufpassen. Der hat nämlich nach dem Rennen in Sonoma strafenmäßig richtig einen auf den Deckel bekommen. Da hat er einen ordentlichen Crash verursacht, während dahinter Sascha Misterfeld an Oliver Kilian sich vorbeiarbeitet. Schönes Manöver, runter jetzt in die Fuchsröhre. Da ist natürlich für einen Konter keine Gelegenheit da und der Abstand für Misterfeld ist auch prompt zu groß geworden. Oliver Kilian ohne Chance. Aber was geht denn dahinter ab? Was macht denn ein Timo Hartmann da gegen Matthias Stiborski? Der wird ihn doch da nicht überholen wollen. Nein, das lässt er bleiben. Das wäre viel zu optimistisch gewesen. Die Autos wären da extrem schnell. Eine der schnellsten Stellen überhaupt auf der Strecke, wenn man da den Hügel runtergeschossen kommt. Deswegen ganz, ganz kritisch, wenn man da was versuchen will. Wer da abfliegt, da ja dann aber gute Nacht. Das gibt dann Kernschrott in der Regel.
So, ich krieg da hier noch einen Nachweis und Sebastian Rosenhahn offenbar wieder mit Disconnect. Also das wird ja mittlerweile zur Seuche bei ihm und Norbert Rosenhahn mit Fahrfehler kommt raus in die Wiese. Der wirft hier diesen Nissan Skyline teilweise mit wilden Drifts in die Kurven rein. Aber das ist nicht gut, was er da praktiziert und das gibt jetzt das Angriffsmanöver von Miesterfeld. Da wird ein bisschen angelehnt, das ist aber Tourenwagensport, dürfte aber sich jetzt erstmal für Rosenhahn ausgehen. Oder die zwängen sich da beide durch, jetzt wird es schwierig durch diese langgezogenen in Rechtskombination und da muss Rosenhahn dann doch klein beigeben, muss vom Gas runter, sonst haut es ihn da in die Leitplanke rein, aber Miesterfeld mit Fahrfehler, Sascha Miesterfeld und er wird umgedreht und wieder quer gerade gestellt und Oliver Kilian macht die Lenkung auf, damit nichts weiter passiert, Miesterfeld nochmal in den Schlenker rein und jetzt sind hier plötzlich überall die Opels wie wild unterwegs und großer Profiteur des Durcheinanders Sebastian Bielstein, aber auch Matthias Stiborski, meine Güte, und dahinter prügeln sie sich richtig. Das ist Tim Hallmann, der sich gerade an Oliver Kilian auch noch vorbeigearbeitet hat. Katastrophe für Oliver Kilian in dem Fall, den es da zurückgeworfen hat. Bei dem Versuch, die Kollision zwischen Miesterfeld und Rosenhahn zu vermeiden, um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Und Stiborski muss sich jetzt hier erwehren und jetzt wird die Sache richtig schwierig, denn er mit dem verhältnismäßig langsamen BMW M3 auf dem Weg den Hügel hoch, um Gottes Willen, der arme Kerl. Richtung Mutkurve und da ist dann auch schon Norbert Rosenhahn ohne Probleme vorbei. Der nächste Timo Hartmann, der wird sich da auch noch vorbeizwängen können, aber dahinter mit Bielstein wird es richtig eng. Denn da versucht Miesterfeld schon irgendwie seinen Weg vorbei. Die drei Opels hinten dran mit Tim Hallmann und Oliver Kilian. Was ein Riesenpaket, das hier über diese Strecke brettert. So wollen wir das sehen. Tourenwagensport auf der Nordschleife. Gibt's was Schöneres als das? Ein Glück, dass wir es weiter versucht haben. Vielen Dank an den, der mich im Chat überzeugt hat, hier den Stream nicht vorzeitig abzubrechen, sondern es weiter zu versuchen. Für die Rennaction sind wir hier da. Wahnsinn. Und Bielstein, stärkster BMW 635, CSI-Pilot, aber muss aufpassen, kommt aus dem kleinen Karussell, aus dem Caracciola-Karussell, Verzeihung, zu weit raus und muss aufpassen, dass er diese 10. Position nicht verliert. Lücke aufgerissen hin zu Matthias Stiborski. Jochen Richter war nah dran an Fabian Wolf, hat ein bisschen an Boden verloren. Hinten gibt es ein Überholmanöver. Versuch von Leo Kuhn gegen Rolf Salz. Das ist aber erstmal schief gelaufen zwischen diesen beiden. Kurz da hinten mal hingesprungen. Da ging es hin und her. Anderer Kampf jetzt Thomas Pacher gegen Marc Paulaner. Jetzt kommt der Punkt, wo die BMW M3 und die Mercedes besser laufen. In dem riesigen, kurvigen Bereich der Nordschleife. Und es hat jemand erwischt und das ist Thorsten Höhne. Thorsten Höhne umgedreht, muss dort lange warten. Peter Kilian ist noch hinter ihm, wird auch ein bisschen dauern. Und hat es da noch jemanden erwischt? Da sieht es mir so aus, als wäre was mit Miesterfeld. Nein, Bielstein und Miesterfeld aneinander. Und da hinten kommt noch ein Michael Garscher jetzt dazu. Und auch Frank Schuster im roten BMW 635 klingt sich auch noch mit hinten dran. Da merkt man, was diese Zweikämpfe hier dieses Feld insgesamt einbremsen. Oliver Kilian ist vorbei an Tim Hallmann. Da hat es einen Tausch gegeben zwischen den beiden Fahrern des Rüsselsheimer Fabrikats. Oh, hinten Frank Schuster ein bisschen auf Abwägen, aber hält den Wagen in der Spur. Das ist mit den Autos hier auch noch ganz gut möglich. Und Kilian will sich wieder nach vorne arbeiten, während wir eventuell dann gleich das Überholmanöver sehen von Pachel gegen Paulaner, während Schuster an Garscher vorbeigegangen ist. Weiß man gar nicht genau, wo man hier hinschalten soll. Kleines Karussell jetzt schon für Thomas Pachel. Ja, Angriffsmanöver bringt jetzt schon gar nicht mehr so viel für ihn, könnte man sagen. Denn Galgenkopf Richtung Döttinger Höhe, auf der Döttinger Höhe hat er eh verloren. Kann er sich auch gleich hinten dranhängen und den Windschatten hier mitnehmen bei Marc Paulaner. Deswegen springen wir hier auch zurück zu diesem Kampf. Ja, was ist bei Norbert Rosenhahn passiert? Hat wieder ein bisschen verloren. Deswegen Timo Hartmann rangekommen. Matthias Stiborski hinten dran. Der wird aber nur versuchen, hier im Windschatten jetzt zu überleben. Ja, wir werden leider hier jetzt nicht normal on board gehen können, weil ich eben aus grafiktechnischen Gründen mal die Cockpits rausgenommen hatte. Deswegen, das war unser Sicherheitsmechanismus. Und hinten gibt es den Angriff Kilian gegen Bielstein. Und er zieht raus und das dürfte sich für den Opel-Piloten ausgehen. Gleich der Linksknick.
Und ich denke mal, da wird Kilian dann auch diese 11. Position übernehmen. Ja, aus dem Windschatten sauber gemacht. Und hinten Haris Alagic gegen Gerd Ackermann und Niklas Schäfer. Da geht's gut zur Sache. Ja, schau sich das mal einer an, was da los ist. Rolf Salz im blauen BMW 635. Der weiße Mustang von Michael Groteklaas brettert da noch volles Rohr vorbei. Die Windschattenduelle vorneweg Niklas Schäfer. Der Skyline geht ab wie eine Rakete. Rolf Salz vorbei an Haris Alagic und dahinter haben wir dann Gerd Ackermann im Mercedes, gefolgt von Leo Kuhn. Ein hart aufeinander folgendes Paket, das hier hinten um die hinteren Plätze der Top 20 kämpft. Geht schön zur Sache hier bei den Jungs. Das ist das Tolle auf dieser Döttinger Höhe, wenn die Fahrzeuge sich da hintereinander aufreihen und dann im Windschatten gegeneinander kämpfen können. Stück weiter nach vorne haben wir Gerald Schulte im Zweikampf mit Achim Böhm. Und Frank Schuster hat die Position gegen Michael Garscher wieder hergeben müssen. Zurück auf die 15. Meine Güte, hier geht's gut zur Sache. Und wir sind schon 10 Minuten in diesem Rennen drin. Während es hier offenbar bei Gerald Schulte offenbar ein Problem gibt. Ja, Gerald Schulte rausgerutscht in der Mercedes Arena mit einem Fehler und fällt zurück auf die 18. Hat nicht viel verloren, Glück gehabt. Trotzdem ärgerlich, klar, dieser Ausrutscher, da gibt es den Zusammenstoß zwischen Rolf Salz und Michael Groteklaas. Um Gottes Willen, was ist da passiert? Das war jetzt aus der Perspektive ganz schwer zu sehen. Und was macht denn der Rolf Salz da nochmal? Das war eine ganz komische Aktion, dass der da nochmal mit Vollgas rüberfährt. Sehr komisch das Ganze gewesen, auf jeden Fall Rolf Salz und Michael Groteklaas hier aus dem Renngeschehen nicht komplett rausgenommen worden, aber ungünstiger Unfall zwischen diesen beiden. War aus der Kameraperspektive leider nicht mehr so gut zu erkennen, was denn da genau passiert ist. Wir springen wieder ein Stück nach vorne, denn Sascha Miesterfeld auf 10, hinter Matthias Stiborski und an Oliver Kilian im nächsten Opel hinten dran. Dreierpaket, das um die 9. Position kämpft. Gleich dürfte so der Punkt kommen, wo die Opel nochmal ein bisschen im Vorteil sind gegenüber dem BMW M3. Die Vollgasbereiche, ja immer ein Problem für die kleinen BMWs und den Mercedes hier in diesem Fahrzeugfeld. Die Opel Omega 3000 sind da etwas stärker. Aber werden die das wirklich ausnutzen können? Miesterfeld im Windschatten. Der nächste Opel vorneweg, das ist Timo Hartmann. Und Miesterfeld zieht schon mal raus. Oh, gefährlich da beim Rüberziehen. Ei, 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 meine Güte. Oh, heiliger Bimbam. Also das hätte jetzt im Schwalbenschwanz auch böse schief gehen können. Mit dem Hinterrad beim Anbremsen da rein. Und Stiborski ist mit dieser Art des Überholmanövers nicht ganz zufrieden. Nicht ganz einverstanden gewesen. Ich glaube, da hat es auch eine leichte Berührung gegeben. Deswegen wäre Stiborski da auch fast mit rausgeflogen. Sehr, sehr knapp gewesen das Ganze. Miesterfeld zwängt sich am BMW M3-Piloten vorbei. Und das war wirklich vorbeigezwängt. Und der nächste ist Oliver Kilian hinten dran. Und rein von der Performance her dürfte der Stiborski auch unter Druck setzen können. Während sich hinten Schulte mit Leo Kuhn auseinandersetzt. Leo Kuhn ist vorbei. Und er versucht sich jetzt den Thorsten Höhne vorzuknöpfen. Klar, der Nissan Skyline definitiv schneller. Das ist eine ungünstige Situation für Leo Kuhn. Wir haben gerade hier sind die Bremslichter haben da aufgeleuchtet. Der muss hier den Berg runter hinter dem BMW M3 bremsen. So hoch ist der Geschwindigkeitsunterschied zwischen diesen beiden Fahrzeugen. Aber das geht sich hier dann doch nicht für den Nissan Skyline-Piloten aus. Muss dort erstmal zurückstecken. Kampf um Position 18 ist das. Dahinter der Mercedes von Gerald Schulte. Haris Alagic folgt ihm. Und dann sehen wir noch Gerd Ackermann im Hintergrund. Aber wieder nach vorne. Denn Stiborski hat das hier noch längst nicht aufgegeben. Und Oliver Kilian hinten bewahrt hoffentlich die Kontenance. Wir haben da auch irgendwo eine schöne Motorhaubenperspektive, die will ich eigentlich mal reinbekommen. Oh, nee, die haben wir nicht. Und Stiborski versucht es jetzt hier außen rum. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Nein, es funktioniert nicht. Und Oliver Kilian fackelt nicht lange. Geht vorbei. Ja, der Überholversuch ist voll nach hinten losgegangen. Aber Timo Hartmann mit Fahrfehler beim Überholversuch gegen Sascha Miesterfeld in Probleme geraten. Ich glaube, da hat es eine leichte Tuschierung gegeben. Timo Hartmann schlingert in die Wiese
und fällt auf die 11 zurück. So schnell kann das gehen. Leichte Beschädigung an der Front nach diesem Rutscher in die Leitplanke, aber der Wagen läuft noch. Timo Hartmann jetzt auf der 11. Position. Und wir nähern uns der zweiten Rennhälfte. Oliver Kilian jetzt im Windschatten von Sascha Misterfeld. Ja, und vorne gibt es ein Überholmanöver. Da gab es einen Fahrfehler von Fabian Wolf. Der ist nämlich sehr, sehr langsam gewesen gerade. Hier hat das nämlich noch so gesehen, dass Jochen Richter eigentlich rund 2 Sekunden dahinter war. Und da muss bei Fabian Wolf irgendwas schiefgelaufen sein. Auf jeden Fall ist Jochen Richter vorbei. Jochen Richter übernimmt die Führung hier in diesem zweiten Rennen des heutigen Abends. Aber wir haben jetzt gleich die zweite Runde absolviert und die Frage ist, wie lange wird er durchhalten können in Sachen Reifen? Was ist da machbar für den Nissan Skyline-Piloten? Hinten Thema Nissan Skyline, Niklas Schäfer vorbei an Achim Böhm. Schnappt sich vor dem Caracciola-Karussell die 16. Position, hat da sicherlich auch ein bisschen die Mehrleistung des Japaners ausgenutzt. Und wir springen zurück zu diesem Zweikampf. Oliver Kilian gegen Sascha Misterfeld beim Versuch weiter nach vorne zu kommen. Beide haben mittlerweile Matthias Stiborski klar hinter sich gelassen. Und Kilian setzt Misterfeld jetzt ordentlich unter Druck. Während hinten Gerald Schulte von Gerd Ackermann überholt worden ist. Platz 21, 22. Und da dürfte Peter Kilian auch noch vorbeigehen. Irgendwas bei Schulte nicht in Ordnung. Ja, der hat viel, viel Schwung hier verloren. Durch die Mutkurve. Ne, wo sind wir? Nein, verguckt. Wo sind wir denn hier jetzt unterwegs? Ja, manchmal komme ich auch auf der Nordschleife durcheinander. Egal, auf jeden Fall Gerald Schulte noch im Rennen. Das soll uns jetzt mal hier das Wichtigste sein. Hat eine Position gegen Gerd Ackermann verloren, aber Peter Kilian kam nicht vorbei. Und engster Zweikampf jetzt tatsächlich momentan diese Situation hier. Sascha Misterfeld und Oliver Kilian, beide Opel-Piloten, kämpfen um Position 8. Dahinter Timo Hartmann, rangekommen an Matthias Stiborski. Aber vorbei geht es da noch nicht. Aber vorne wird es interessant, nämlich Thomas Pache gegen Marc Paulaner. Und der ist vorbei, Marc Paulaner in der Wiese gewesen. Der Teamkollege von Fabian Wolf auch mit Fahrfehler. Und zwar im Galgenkopf ist das gewesen. Hier, das sieht man schön, Döttinger Höhe. Das Problem ist jetzt für Thomas Pache. Marc Paulaner dürfte da ohne große Probleme sich wieder ranfahren und auch überholen können. Während Niklas Schäfer auf Abwägen ist. Oh, was für Abwege, wo ist denn der Niklas Schäfer? Ist da wahnsinnmäßig rausgesegelt, voll mit dem Skyline eingeschlagen. Auch Leo Kuhn nimmt dort mehr Acker als Asphalt mit, während Marc Paulaner problemlos wieder vorbeigegangen ist. Meine Güte. Ja, und jetzt kommt erstmal die Phase, wo Thomas Pache nicht viel machen kann. Deswegen zurück zu diesem Kampf. Was ist da um Achim Böhm los? Achim Böhm in Schwierigkeiten. Haris Alagic ist vorbei. Niklas Schäfer geht auch durch. Oh, und der Opel fährt, glaube ich, nicht mehr ganz rund. Der zieht in die falsche Richtung. Man merkt, der muss hier mit der Lenkung wild korrigieren. Da kommen die Nächsten vorbei. Oh, Achim Böhm mit richtig schlimmem Schaden am Fahrwerk. Schleppt sich hier über den Kurs. Hat jetzt den Vorteil, dass die Boxengasse nicht mehr so weit weg ist. Döttinger Höhe, ja, also nach dem Plattfuß sieht das nicht aus, aber da ist die Lenkung gebrochen. Und Achim Böhm muss jetzt Richtung Box humpeln mit seinem ramponierten Opel. Der Erste, der hier richtig große Schwierigkeiten bekommt auf der Nordschleife bei diesem Rennen. Ja, Wahnsinn, wie das Ding hin und her schlenkert. Schalt mal wieder ein bisschen weiter nach vorne. Matthias Stiborski gegen Timo Hartmann. Hartmann kann Kilian nicht mehr folgen und muss in den Rückspiegel schauen, was denn der BMW M3-Pilot da hinter ihm so veranstaltet.
Und nächstes Problem bei Gerald Schulte. Mitdreher aus der ersten Kurve heraus. Ja, kommt auch mal vor. Da sieht man auch schön die Spur, wie das die Hinterräder durchgedreht haben und er sich eingedreht hat. Gerald Schulte fällt auf 24 zurück. Achim Böhm derweil in der Box. Ja, kommt jetzt reingefahren. Wird jetzt das Auto reparieren lassen. Aber wir springen wieder hier hin. Achim Böhm gegen Timo Hartmann, denn der BMW M3-Pilot ist jetzt hier im besseren Metier unterwegs. Das Fahrzeug dürfte jetzt in den folgenden Abschnitten ein bisschen besser laufen. Gleich Richtung Flugplatz vielleicht nochmal ein bisschen im Nachteil, aber dann kommen die kurvigen Abschnitte und da ist der BMW M3 richtig stark. Da ist er auch dem Opel überlegen. Oh, aber er jagt hier auch den kleinen Bayern richtig heftig im Drift durch die Kurven durch. Ja, wir haben leider keine Präferenzen in dem Sinne, was, wie sieht es mit Boxenstops aus? Werden die Allradfahrer reingehen müssen oder halten die hier auch diese kompletten vier Runden durch? Viele Fragezeichen, die wir leider aufgrund des ausgelassenen ersten Rennens nicht beantworten können. Ja, aber das ist irgendwie nicht unbedingt die ideale Linie. Hier sieht man das noch, der M3 dort dem Opel unterlegen, weil der mehr Power hat. Das Rüsselsheimer Fabrikat da mit höherem Topspeed. Aber jetzt gleich wird sich das ändern. Noch einmal die Fuchsröhre runter, dann nimmt Stiborski ein bisschen Windschatten mit. Kann den Anschluss da problemlos halten. Und jetzt in den kurvigen Bereichen, da wird die Sache dann richtig prickelnd. Und jetzt könnte der leichte BMW die Vorteile allmählich auspacken. Und Stiborski war ja schon mal weiter vorne, bevor es da ein bisschen Berührung und Ausrutscher gab. Oh, und Timo Hartmann nicht sauber durchgekommen, wäre da fast in die Leitplanke gerasselt. Und das bringt Stiborski jetzt auf eine Wagenlänge ungefähr heran. Wird sich aber sicherlich genau den Punkt ausrechnen, wann er dort einen Angriff setzen wird. Oh, aber auch bei ihm ein ordentlicher Schlenker. Und da wird uns hier ein Platztausch angezeigt, nämlich das ist Rolf Salz im Kampf mit Gerd Ackermann. Und der hängt dann noch an Michael Grote-Klaas dran. Grote-Klaas im weißen Mustang natürlich jetzt in Schwierigkeiten, das schwere Fahrzeug mit diesem riesigen 5-Liter V8-Motor auf der Vorderachse. Der hat hier richtig zu kämpfen. Und dann kommt da ein Gerd Ackermann mit dem recht wendigen Mercedes. In den Bereichen ist er jetzt klar im Vorteil, aber er kommt nicht vorbei. Rolf Salz, der Australier hier mit dabei, ist dort ein bisschen eingeklemmt. Aber Ackermann ist da rausgerutscht. Und verliert ein bisschen den Anschluss für einige Meter. Während Rolf Salz da versucht, die Lücke zu finden. Fahrfehler von Michael Grote-Klaas. Salz positioniert sich daneben. Oh, und er hat damit gedacht, dass er schon vorbei wäre. War er nicht ganz. Glück, dass da nicht mehr passiert ist. Und der BMW-Pilot ist vorbei. Rolf Salz übernimmt Position 21. Während Oliver Kilian jetzt vorbei ist an Miesterfeld. Hat das Überholmanöver durchziehen können. Sascha Miesterfeld fällt zurück auf die 9. Position. Damit ein Stückchen zurückgefallen. Oliver Kilian wieder auf dem Weg Richtung Stammposition bzw. dem Platz, wo er losgefahren ist. Allerdings, er ist ja von Platz 7 ins Rennen gegangen. Ob er da allerdings nochmal hinkommen wird, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Norbert Rosenhahn 4 Sekunden vorneweg mit dem Nissan Skyline. Den jetzt ohne weiteres noch in dieser und der kommenden Runde zu überholen, wird nicht ganz einfach. Da muss Rosenhahn schon einen ordentlichen Fehler einbauen. Es sei denn, die Reifen brechen beim Nissan Skyline Piloten ein.
Sprungstück weiter zurück. Nämlich Stiborski musste hier den Versuch mit Angriffen auf Timo Hartmann ein bisschen sausen lassen. Jetzt also Kesselchen hoch und Mutkurve. Da war offenbar Hallmann dann mit dem Opel noch ein bisschen stärker, hat sich im Windschatten da ransaugen können. Jetzt müsste aber wieder der Bereich kommen, wo denn dann mal Stiborski auf jeden Fall zumindest mal dem Tim Hallmann wegfahren könnte. Aber wir dürfen nicht vergessen, bei denen gehen die Reifen auch schon in die Knie. Und je nachdem, wie intensiv die hier durch die Kurven geräubert sind, dürfte sich das auch jetzt bemerkbar machen. Ja, hier sieht man das schön. Im Chat wurde gerade gesagt, im Kesselchen hoch, da keine Chance für den M3. Ja, und hier sieht die Sache plötzlich wieder anders aus. Und Thomas Pache ist auch dran an Marc Paulaner, aber es nähert sich hier wieder allmählich der Vollgasabschnitt und Pache wird dann nicht den Weg vorbeifinden. Und selbst wenn, wir erinnern uns, ja, jetzt sind wir schon hier auf der Döttinger Höhe und mehr als Windschatten ist dafür Pache gar nicht drin. Der wird das wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Ja, macht da ein bisschen Lichthupe nach dem Motto, wart doch mal auf mich. Ich möchte hier gerne mich noch hinten dran hängen. Keine Chance. Ja, dann mal schauen hier auf den Zeitabstand, wie der da immer größer wird. Das ist eine Zehntel in alle, pro 2 Sekunden ungefähr verliert der 2 Zehntel. Zack, 2 Sekunden. Gleich sind es 2,5. Sieht man mal diesen Leistungsunterschied. Jetzt sind es 3 Sekunden. Also Wahnsinn, wie sich das dort vergrößert. Und hinten haben wir noch Stefan Möbus hinten dran. Im Audi V8. Aber der scheint dort nicht in Schlagweite zu kommen. Während wir ein Duell etwas weiter hinten haben. Nämlich Peter Kilian gegen Haris Alagic. Und Achim Böhm steht übrigens immer noch in der Box. Ich weiß nicht. Ja, der hat das Rennen beendet. Also Achim Böhm ist raus aus diesem Rennen, Auto zu sehr beschädigt, keine Lust mehr hier noch alleine über die Schleife zu rumpeln, kann man nachvollziehen. Und da gibt es den Angriff im kleinen Karussell von Peter Kilian. Haris Alagic rutscht noch ein bisschen weit raus, ja das ist klar, wenn man da drüber kommt, dann wird es ganz schwierig den Wagen noch halbwegs mit Geschwindigkeit durch die Kurve durchzubringen. Peter Kilian übernimmt die 19. Position, nachdem es ihn ja gleich am Anfang rumgedreht hatte offenbar. Ja, hat sich immerhin vom letzten Platz wieder bis auf die 19 vorgearbeitet, das ist auch eine Hausnummer. Muss man auch erstmal schaffen. Hat da von den Fehlerchen der Konkurrenz vor ihm dann profitiert und hat mal locker wieder 7 Plätze gut gemacht. Ja, Glück im Unglück für den Mercedes-Piloten vom Kili-Team. Zurück zu den immerwährenden Streithähnen Timo Hartmann und Matthias Stiborski. Wir sind in der letzten Runde jetzt drin und da ist nichts mit Boxenstops bei den Fahrern. Und das wird jetzt interessant sein zu sehen, ob denn Richter auch bis zum Ende dieses Rennens die Führung noch behaupten kann oder ob da eventuell der leichtere, heckgetriebene Volvo von Fabian Wolf noch einen gewissen Vorteil rauspacken kann. Wir lassen uns überraschen, wie es gleich laufen wird. Es hat sich ein bisschen auseinandergezogen im Feld, doch auch ein bisschen Nordschleifen typisch nach jetzt fast 30 Minuten, dass wir nicht mehr die gewaltigen Zweikämpfe sehen werden. Und da kommt der Fehler bei der Einfahrt in die Nordschleife. Ja, sehr interessant, was denn da Timo Hartmann gemacht hat. Da gucke ich einmal kurz in die Liste, weil Haris Alagic durchs Feld rotiert wurde. Und prompt gibt es da das Überholmanöver von Stiborski. Der geht vorbei und schnappt sich den letzten Top-10-Platz. Nur den muss er jetzt auch noch durchbringen. Rein von der Performance her dürfte er in der Lage sein, das Ding zu halten. Und die Frage ist auch, wird Timo Hartmann hier überhaupt diese 11. Position noch durchbringen können? Denn der scheint ein bisschen jetzt in Schwierigkeiten zu stecken. Eventuell die Hinterreifen zu hart rangenommen, während Michael Groteklaas stehen geblieben ist. Was ist denn da passiert? Ja, ich nehme hier mal ein bisschen die unrealistische Kamera rein. Ja, der Motor rumpelt noch, aber der scheint jetzt zu warten, bis Jochen Richter wiederkommt. Ja, da wird aber noch ein Weilchen warten müssen.
Okay, das nächste Kuriosum. Jetzt kommt allerdings erstmal das Versuch und da kollidieren beide. Timo Hartmann und Matthias Stiborski. Stiborski verliert das Auto, kommt da nicht mehr richtig rum und verliert die Position nach Kollision mit Timo Hartmann. Da sind sie beide aneinander gerasselt und das hätte richtig böse schiefgehen können. Ist jetzt schwierig zu sagen, ob da Stiborski versucht hat, die Tür im letzten Moment zuzumachen oder ob Hartmann aufgefahren ist. Ich habe jetzt keine Lichthupe gesehen beim BMW-Piloten und er hat sich ja schon mal beschwert bei einem Manöver. Das heißt, in dem Fall ist da wohl alles irgendwie noch mit halbwegs rechten Dingen zugegangen, beziehungsweise war es vielleicht der Fahrfehler von Stiborski gewesen. Schwierig zu sagen, auf jeden Fall Timo Hartmann schnappt sich die 10. Position zurück nach einem halsbrecherischen Manöver, beziehungsweise eher einer halsbrecherischen Situation. Meine Güte, ein Glück, dass das gut gegangen ist. Sonst wären die da beide rabiat in die Leitplanke reingerasselt und dann wäre es das gewesen. Auf jeden Fall sehr kurios, was Michael Groteklaas auf der 24 geführt macht. Der wartet jetzt tatsächlich drauf, dass er überrundet wird und nicht noch eine Runde fahren muss. Kann natürlich sein, dass er sich mit dem Sprit verkalkuliert hat und gemerkt hat, okay, ich werde hier nicht noch eine Runde schaffen. Oder aber sich einfach gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr. Und gesagt hat, na, ich komme sowieso nicht mehr nach vorne. 24. Platz wird es jetzt bleiben bei mir. Also lass mal das mal schön. Ich habe keine Lust mehr, nochmal eine Runde zu drehen. Kann mir auch vorstellen, dass der Ford Mustang hier nicht schön zu fahren ist. Ich meine, Dominik Pieper auf der 3. Position, das ist auch mal eine absolute Ausnahmegeschichte, denn Dominik Pieper, bei dem ist relativ egal, was man für ein Auto ihm in die Hand drückt, der ist immer schnell. Das heißt, den muss man da so ein bisschen außen vor lassen, wenn es um die Möglichkeiten des Autos geht. Der Otto Normal Sim Racer, der wird viel, viel Training investieren müssen, um dort vorne reinfahren zu können. Und selbst mit viel Training wird das im Zweifelsfall nicht schaffen. Da gehört auch jede Menge Talent dazu. Also Dominik Pieper gehört sicherlich schon in die Kategorie nicht unbedingt das Über-Alien, aber sicher schon nah dran. Deswegen ist er überhaupt mit dem Mustang dort vorne drin. Das heißt also im Zweifelsfall nicht, dass Michael Groteklaas irgendwie ein schlechter Fahrer wäre. Ja, und da wird kollektiv mit dem Skyline abgeflogen. Schäfer und Kuhn schmieren da in die Wand ab. Ja, ich glaube, die Reifen sind fertig bei dem Auto. Vorne kommt nämlich auch Fabian Wolf nochmal näher an den Jochen Richter heran. Und hier stellt sich jetzt eine veränderte Situation dar. Das ist interessant. Also Stiborski, der vorhin noch an Hartmann vorbeigegangen war. Jetzt hier Kesselchen wieder die Geschichte, dass Tim Allmann rankommt. Und das ist das Problem für Stiborski. Er hätte vorne bleiben müssen, denn vor Timo Hartmann, denn jetzt wird die Sache knifflig und Michael Groteklaas fährt da doch nochmal los. Oh, rollt jetzt hier langsam an, fragt sich denn, muss er bleiben? Ich glaube, der will das Risiko nicht eingehen, dass ihn vielleicht die Simulation jetzt gleich von der Strecke nimmt, weil sie denkt, er hält hier für ewig an. Deswegen rollt er offenbar mal ein bisschen vorwärts. Hier übrigens Zweikampf zwischen zwei Mercedes-Piloten, Gerd Ackermann und Gerald Schulte. Da geht es um Platz 22 und die duellieren sich hier noch schön weit hinten im Feld. Aber wir müssen mal nach vorne springen. Wie schaut es denn da aus? Jochen Richter führt noch mit 1,5 Sekunden Vorsprung vor Fabian Wolf. Und weit ist es nicht mehr. Das dürfte hier Jochen Richter wohl durchbringen können. Sprunghügel hat er gerade hinter sich gebracht. Ja, und die Döttinger Höhe ist in greifbarer Nähe und es gibt ein Problem bei Gerald Schulte. Gerald Schulte mit Abflug und das Auto steht und Gerald Schulte mit Motorschaden offenbar ausgeschieden in der letzten Runde. Das gibt es doch nicht. Ja, meine lieben Damen und Herren, das ist die Nordschleife, wie man sie kennt. Kleiner Fehler, große Wirkung. Und damit Schulte noch raus. Und das bedeutet, Michael Groteklaas, ohne noch eine Runde zu fahren, kriegt er hier noch einen Platz in die Hand gedrückt, weil Schulte das Rennen vor Zieldurchfahrt abbrechen muss. Unglaublich. Der wird sich wahrscheinlich jetzt in der Tabelle auch erstmal wundern, was denn da passiert ist, dass er plötzlich noch einen Platz in die Hand gedrückt bekommt. Tim Allmann versucht noch an Stiborski dran zu bleiben, aber wir springen zur Spitze. Jochen Richter profitiert jetzt auf der Döttinger Höhe natürlich gewaltig von der Leistung des Skyline und wird dadurch, denke ich, auch Fabian Wolf hinter sich lassen können. Ein letztes Mal gleich anbremsen Richtung Hohenrhein-Schikane. Gefährlich, wenn er da jetzt noch einen Fehler einbaut. Also hier muss das jetzt schon sauber laufen, aber er hat so viel Vorsprung. Da wäre er jetzt wirklich schon ein bisschen dämlich glatt, wenn er das hier wegwirft. Vorsichtig anbremsen, das ganze Ding. Nichts mehr zu wild versuchen.
Der Fahrer, der hier als einziger Natur in Classics mit einem Joystick fährt seit jeher. Da wartet Michi Grote-Klaas, der wird jetzt auch gleich losfahren. Dachte sich, jetzt ist er überrundet, muss er nicht noch eine Runde drehen. Und Jochen Richter gewinnt dieses Rennen hier heute Abend auf der Nordschleife, den zweiten Durchgang. Herzlichen Glückwunsch vor Fabian Wolf, der ihn nicht mehr einfangen konnte. Dominik Pieper jetzt auch beim Anbremsen in die finale Schikane hinein, seinem Ford Mustang, wird das Podium komplettieren. Starkes Ergebnis mit dem schweren, bulligen Ford Mustang. Marc Paulaner landet auf der vierten Position. Ja, da stimmt jetzt nicht ganz, was wir da angezeigt bekommen. Thomas Pacher am Ende auf der 5 hat Paulaner nicht einfangen können. Stefan Möbus auf Position 6. Es folgt Norbert Rosenhahn, der noch von Oliver Kilian fast geschnappt wurde. Aber auf der Döttinger Höhe konnte er sich dann doch noch vor ihm behaupten. Rosenhahn also auf der 7, vor Oliver Kilian auf 8. Sascha Miesterfeld rollt aus. Ah, nee, der lässt anscheinend den Timo Hartmann noch vorbei. Ja, also da muss irgendwas gewesen sein. Sascha Miesterfeld winkt Timo Hartmann noch vorbei und überlässt dem die 9. Position. Tim Hallmann wird 11. vor Matthias Stiborski. Den hat der tatsächlich sich noch geschnappt. Sebastian Bielstein freut sich, dass er es geschafft hat. Auf der 13 ins Ziel gekommen. Nächster Kandidat, dann Michael Garscher. Auch er auf seinen letzten Metern. Im Hintergrund sehen wir Frank Schuster, noch ein BMW 635. Also ein Triumvirat des schweren Münchner Fabrikats. Thorsten Höhne auf 16. Niklas Schäfer, nachdem er vorhin nochmal kolossal zusammen mit Leo Kuhn einen Ausflug in die Leitplanke hatte, bringt den Nissan Skyline hier durch. Sie haben alle keinen Boxenstopp machen müssen, aber ich denke mal, einige haben doch schwer in Sachen Reifenverschleiß gelitten. Leo Kuhn hat die Schikane jetzt auch hinter sich gebracht. Bringt die 18. Position ins Ziel. Ja, da wo er gestartet ist. Und ich glaube, Sie haben gerade gesehen, was ich mir da angeguckt habe. Das ist natürlich unsere die Übersicht der Wiederholung. Ja, Peter Kilian noch. Der kommt jetzt auch durchs Ziel. Hat nochmal viel gerettet nach seinem Abflug. Und da jetzt fast noch den Ares Aladic gegen Rolf Salz gegeben. Ist der sogar noch vorbeigegangen? War schwierig zu sagen, ob Ares Aladic tatsächlich noch die Position bekommen hat. Aber ich glaube, der ist tatsächlich noch 20. geworden. Hat Rolf Salz noch vor der Startziellinie ganz knapp überholen können. Gerd Ackermann fehlt uns jetzt noch von denen, die fahren. Und Michael Grote-Klaas auf der 23, der ist bereits durch. Gerd Ackermann, letzter in der Führungsrunde. Und da haben wir nochmal die Übersicht über die Ergebnisse beim zweiten Rennen des heutigen Abends. Und wir machen jetzt ein kurzes Break. Ich lasse Sie mit der Übersicht kurz alleine und dann hören wir uns gleich wieder zu den Siegerinterviews. Ich werde dann auch versuchen, noch in Erfahrung zu bringen, wer denn im ersten Rennen die ersten 3 Positionen sich holen konnte. Ich schätze mal, es werden nicht unbedingt andere Leute gewesen sein. Und jetzt stürzt die Simulation wieder ab. Ja, besser jetzt als davor. Es ist ein Absurdum hier heute Abend, nicht zu glauben. Wir haben zum Glück noch kurz diesen Überblick. Ich schiebe das hier einfach mal kurz weg. Und ich lasse Sie mal mit diesem Überblick trotz allem noch alleine, auch wenn das Tool nicht mehr weiterschaltet. Und ja, kurze Pause und in wenigen Minuten sind wir dann noch mit den Interviews für Sie zurück. Also, bis gleich.
So, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, das ging schnell. Wir haben unsere Kandidaten hier und wie Sie sicherlich sehen können, im ersten Rennen also Marc Paulaner noch auf die 3 gefahren. Das haben wir ja leider nicht mitverfolgen können. Schön, dass ihr alle da seid und wir fangen mit dem an, der hier offenbar den Doppelsieg eingefahren hat, Jochen Richter. Herzlichen Glückwunsch, wie gewohnt auch mal wieder nach dem Rennende wieder bei uns in den Interviews. Diesmal hat es hier auf der Nordschleife richtig gut wieder geklappt für dich. Jochen, wir haben leider das erste Rennen nicht verfolgen können. Im zweiten Rennen auf jeden Fall hast du ja Fabian ganz gut auf Abstand halten können. Es war immer ein bisschen mehr und die Leistung vom Nissan hat sich ausgezahlt. Aber du hattest vor den Rennen was davon gesagt, dass die Reifen große Probleme machen würden. Wie war es denn jetzt in den beiden Rennen für dich? Ja, man musste natürlich schon ein bisschen am Setup basteln, damit die Reifen nicht zu sehr verschleißen. War ein kleines bisschen ein Problem, ich konnte es mir allerdings relativ gut einteilen. Ja, Rennen 2, ganz ehrlich gesagt, fühle ich mich ein bisschen eigentlich eher als der verdiente Zweitplatzierte. Fabian hat gleich vom Start weg eine Mordspace gemacht, Mordspeed an den Tag gelegt, kam kaum hinterher, musste wirklich 100% auspacken. Umso ärgerlicher für ihn, dass er, ich glaube, Ausgang Karussell war es, ja, da kam er irgendwie dann nicht ein bisschen weit raus oder auf jeden Fall, er konnte nicht auf der Ideallinie bleiben, kam ein bisschen off-track und dann konnte ich natürlich vorbeifahren und wer es davor gesehen hat, wir waren ungefähr circa gleich schnell, er war minimal schneller, aber da war ich natürlich 2 Sekunden durch und dann, ja, war es quasi ein geschenkter Sieg, ja klar, ich konnte ihn hinter mir halten, aber auch bloß, weil der Nissan natürlich auf den Geraden profitiert hat. Im kurvigen Stück war er deutlich schneller. Also von dem her, ja, ich muss, über das Ergebnis muss ich mich natürlich freuen, aber ehrlich gesagt, es hat so, ja, war so ein bisschen ein geschenkter Sieg. Eigentlich hätte es Fabian verdient gehabt. Ja, mal sehen, was er ja gleich noch dazu sagen wird. Ja, also mit dem Nissan hat es dann am Ende doch wahrscheinlich anscheinend ein bisschen besser geklappt, als du anfangs gedacht hattest. Jetzt geht's als nächstes nach Indianapolis. Nach diesem Spektakel heute Abend wieder eine ja, leichter zu bewältigende Strecke. Ich glaube, alle Strecken sind leichter zu bewältigen als die Nordschleife. Was rechnest du dir aus? Ja, man muss ja immer tief stapeln. Ich glaube, der Nissan geht da gar nicht. Ja. Nein, er wird natürlich sicher wieder gut gehen. Wobei mit den Volvo-Jungs ist natürlich auch immer zu rechnen. Marc und Fabian, was die aus den Kisten rausholen, sensationell. Wahrscheinlich wird es wieder irgendwo für mich zwischen P1 und P5 irgendwie um die Ecke rumlanden. Wenn es dann am Ende tolle Zweikämpfe gibt, dann ist alles Paletti und da freue ich mich schon drauf. Alles klar, ja. Dann, das ist auch das, was wir natürlich live immer am liebsten sehen wollen, wenn es ordentliche Zweikämpfe gibt. So hoffen wir, dass es dann auch wieder dazu kommt. Jochen Richter, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zum Doppelsieg hier heute Abend auf der Nordschleife und ich danke dir für das Interview. Danke, immer wieder gern. Ja, machen wir weiter mit dem Doppel-Zweitplatzierten, wenn ich es richtig verstanden habe, Fabian Wolf. Fabian, gerade hieß es, du gibst gar nicht so gerne Interviews. Warum nicht? Guter Grund heute Abend, auch wenn da der Sieg nicht rausgesprungen ist. Jochen hat gerade gesagt, im zweiten Rennen war es geschenkt. Fabian, siehst du das so ähnlich? Geschenkt war das auf keinen Fall. Nee, der Jochen hat dann auch eine Top-Leistung geliefert. Ich hatte da einen kleinen Fehler ausgangs da im Karussell. Das ist schon richtig gewesen. Ich dachte, ich muss unbedingt irgendwie Zeit rausholen, dass ich da auf der Döttinger Höhe eine Chance habe. Und dann war ein bisschen zu früh das Gas da und kam das Heck. Und dann musste ich kurz ins Off-Track fahren und dann, ja, war ich dann hinterher. Habe ich noch gekämpft, aber kam nicht mehr ran. Also Jochen hat da eine Top-Leistung abgeliefert. Das brauchen wir gar nicht so kleinreden jetzt. Ja, man, deswegen habe ich eben auch gesagt, erstmal noch dich fragen, was du dazu sagst. Ja, zweimal zweite Position, insgesamt mit dem Ergebnis, denke ich mal, sehr zufrieden für Nordschleifenrennen, wo ja immer viel passieren kann. Ja, natürlich. Hat mich gefreut, dass ich da 4 Runden durchgehalten habe. Einmal kurz runter, wie gesagt, ja, aber war schon gut. Ja, von der Pace von hinten drohte auch nicht so viel Gefahr. Dominik Pieper konnte ja nicht so viel mit dem Mustang jetzt zumindest im zweiten Rennen ausrechnen. Das erste haben wir, wie gesagt, leider hier im Stream nicht mit reinnehmen können. Dominik wird sicher auch gleich noch was dazu sagen können. Und jetzt aber
Ja, die Frage auch an dich. Indianapolis, Jochen hat gerade schon gesagt, die Volvos werden da auch wieder gut gehen, beziehungsweise ihr von Black Hawk Racing seid da ja sowieso, vielleicht sag mal vorsichtig im Sonderfall, da ganz vorne drin von eurer Pace her eh Wahnsinn. Fabian, was rechnest du dir aus? Mit dem Schweden wird es da auch gut laufen oder ja, bist du bei dem Streckenverlauf dort noch ein bisschen argwöhnisch? Ich glaube, ich kenne die Strecke vom Tablet, sonst weiß ich da nicht viel. Muss ich mal schauen, also. Keine Ahnung, was da passiert. Okay, hast also überraschen lassen und mal sehen, wo wir dich dann in 2 Wochen da sehen werden. Ja, Fabian Wolf, dann nochmal Glückwunsch heute zum doppelten zweiten Platz auf der Nordschleife und ich danke auch dir für das Interview. Ja, vielen Dank auch. Machen wir weiter mit Marc Paulaner. Marc, also Position 3 im ersten Rennen, im zweiten hat es nicht ganz gereicht. Da war, wenn ich mich richtig entsinne, auch ein kleiner Schnitzer drin, wodurch es dann am Ende der vierte war. Thomas Pache kam sogar mal kurz vorbei. Marc, ja, wie ich dich kenne, so ganz zufrieden bist du vielleicht gar nicht mit dem Ergebnis, obwohl Podium und vierte Position bei der Größe des Fahrerfelds ja alles andere ist als ein Beinbruch. Aber schilder das Ganze mal ein bisschen von deiner Seite. Ja, ich bin, eigentlich bin ich zufrieden, weil so erster Platz habe ich mir da nicht ausgerechnet, weil ja, erstmal Glückwunsch an die alle Ankommer überhaupt. Und ja, Fabian scheint ja irgendwie auf der Nordschleife geboren zu sein. Da kann ich im Leben nicht mitgehen. Da muss ich noch 3 Jahre trainieren, damit ich da mitkomme. Ja, ich hatte heute massive Probleme mit ruckelige Bilder und meine Schaltkulisse spondern, zweiter Gang, Gang raus, Gang wieder rein und im zweiten Rennen habe ich dann so 3, 4 Fehler gehabt und ja, hatte dann auch einen Einschlag und da konnte ich auch an Dominik nicht mehr ranfahren. Thomas konnte ich Gott sei Dank hinter mir halten, da hat er ordentlich Druck gemacht und ja, so war's. Aber ich bin zufrieden, mehr als zufrieden heute. Ja, das ist natürlich schön zu hören, dass es trotzdem alles nach der Zufriedenheit gelaufen ist hier heute. Ich glaube mal 3 Jahre Training braucht es nicht, um auf der Nordschleife noch schneller zu werden. Ich glaube vor allem für dich nicht, aber das liegt jetzt nicht in meinem Ermessen. Es geht als nächstes nach Indianapolis. Wie geht's dir da? Auch bisher nur quasi vom Tablet, wie es gerade ja schon dein Teamkollege gesagt hat, oder ist es bei dir ein bisschen anders? Ich kenne die Strecke von R-Faktor. Und ja, der Volvo, mache ich mir keine Gedanken. Also der kann eigentlich, denke ich, überall schnell sein. Es hat sich nun so gezeigt, dass er eigentlich auf jeder Strecke schnell kann. Also, wollen wir mal schauen. Also keine großen Bedenken, dass das Auto da vielleicht mal ins Hintertreffen gerät. Wir haben ja auch bisher gesehen, dass der Volvo jederzeit sehr stark sein kann. Dann Marc Paulaner, auf jeden Fall Glückwunsch zum dritten Platz heute im ersten Rennen und zum vierten natürlich auch im zweiten Durchgang. Und ich danke auch dir für das Interview. Jo, danke. Und dann den letzten, den wir noch hören wollen zumindest. Also hat vorhin gar nicht auf meine Frage, ob er mit zum Interview kommen will, reagiert. Dominik Pieper, ja, Dominik, habe ich es richtig verstanden? Im ersten Rennen auf 4, im zweiten Rennen auf 3. Klär mich kurz auf. Ja, genau. Ja, dann auf jeden Fall Glückwunsch mit dem Mustang da ganz vorne drin. Im zweiten Rennen sicher von dem kleinen Fehler von Marc auch profitiert, dass du da nicht mehr so gefährdet warst. Wie anstrengend war es, den schweren Amerikaner über die Nordschleife zu schleppen? Ja, war schon nicht einfach. Also ich bin gut durchgeschwitzt, gerade im ersten Lauf und im zweiten auch. Musste ich alles aus der Kiste rausholen und ja, letztlich ist es ja ganz gut gelaufen. Lauf 1 hinter Stefan, der super gefahren ist, da war nichts zu machen. Und im zweiten Lauf dann hatte ich das Glück, dass Marc nicht mehr ganz rankommen konnte. Und da konnte ich mich so auf dem dritten Platz vor ihm halten. Ja, du hattest einen guten Start erwischt im zweiten Rennen. Da ging es gleich die eine Position sowieso schon nach vorne. Für dich bist du mit dem Mustang gut durchgekommen. Also vom Prinzip her lief der Wagen ja anscheinend ziemlich gut, was man bei dem Auto mit dem schweren Frontmotor ja immer so ein bisschen nicht immer vermuten würde. Ja, der Topspeed fehlt halt vor allem. Trotz V8 sind da einfach auf der Geraden, wenn Jochen und Fabian vor mir sind, glaube ich, 20 km/h schneller gefahren. Da war bei 260 Ende, da war nichts zu holen. Ich glaube, da verliert man noch mit am meisten.
Also am absoluten Topspeed dann immer so ein bisschen problematisch mit dem Ford Mustang. Es geht jetzt weiter in 2 Wochen in Indianapolis, wenn ich es richtig auf jeden Fall auf dem Straßenkurs, wo ja stellenweise dann auch ein bisschen Topspeed wieder nötig ist, aber bei weitem natürlich nicht sowas wie die Döttinger Höhe, was wir heute hatten. Was rechnest du dir aus? Wie geht's dir? Strecke schon im weitesten bekannt oder musst du dich da erstmal jetzt mit dem Mustang drauf einschießen? Ja, Strecke ist bekannt, aber jetzt groß Runden gefahren mit dem Mustang glaube ich noch nicht, wenn nicht mal in einem anderen Rennen, aber ja, mal gucken. Für ganz vorne ist ja immer schwierig mit der Kiste, deshalb mal schauen, wo es hingeht. Ja, mittlerweile in der Meisterschaft ja auf die 3. Position zurückgerutscht. Jochen, ist an dir vorbei. Wie schaust du noch auf die Tabelle drauf? Wie geht's dir dabei? Ja, wenn Jochen nochmal Auto wechselt und Strafpunkte kassiert, dann kann das ja noch erst werden nach vorne. Sonst wird es, denke ich mal, eher schwierig, da noch irgendwas rauszuholen. Für eine kleine Überweisung können wir drüber reden. Ja, für dich nochmal Fahrzeugwechsel, aber keine Option, nehme ich an, ne? Für mich? Nö, Ja. ich bleibe bei dem Mustang. Den habe ich ausgesucht und das ziehe ich jetzt durch. Ja, bisher ja auch sehr erfolgreich und mal sehen, wie es dann in Indianapolis für dich laufen wird. Dominik Pieper, auf jeden Fall auch Glückwunsch an dich zum 3. Platz hier heute im 2. Rennen und zum Gesamtergebnis und ich danke auch dir für das Interview. Ja, vielen Dank. Und damit, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, kommen wir zum Ende der heutigen Übertragung, die zum Glück dann doch noch geklappt hat, auch wenn jetzt natürlich einiges gefehlt hat. Aber wir haben das Qualifying aus fürs zweite Rennen, das zweite Rennen noch mitbekommen, haben noch tolle Rennaction gesehen und nochmal vielen Dank und für die Geduld, die Sie aufgebracht haben, hier zu bleiben und mit die Daumen gedrückt haben, dass die Übertragung noch funktioniert. Und ja. Das war's für heute von der Nordschleife. In 2 Wochen geht's weiter in Indianapolis am 18. November, dann in den USA auf dem sehr interessanten Straßenkurs. Und wir haben jetzt schon ein paar Stimmen gehört. Die meisten müssen jetzt erstmal gucken, wie ihr Auto dort läuft. Und ich denke, das gilt nicht nur für die, die wir jetzt hier im Interview hatten, sondern auch für den Rest des Feldes. Hoffentlich werden wir trotz anderer Strecke wieder ähnliche Rennaction sehen wie heute. Und bis dahin, also vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao.